Das Mobiltelefon ist eine Erfindung, ohne die sich nur wenige Menschen ihr Leben vorstellen können. Man vergisst das Handy zu Hause und eilt zurück. Man kann es nicht in einer Tasche finden und wird wütend. Das Handy verbindet die Menschen aus der Ferne. Wer hat diese einzigartige Technik in unser Leben gebracht? Versuchen wir es herauszufinden. Erfindung der Kommunikationsmittel. Zuerst lernen wir die alten Kommunikationswege kennen. Der einfachste Weg, um aus der Ferne zu alarmieren, war das Signalfeuer, das auf einem Hügel oder einem Wachturm beleuchtet wurde. In Europa spielte eine Kirchenglocke die Rolle des Informanten. Durch die Besonderheiten des Klingelns verstanden die Menschen, ob sie über Gefahren oder Freude informiert waren. 1837 erscheint dank des amerikanischen Erfinders Morse ein elektrischer Telegraph. Die Informationen wurden mit einem Code übertragen, der aus einer bestimmten Folge von Punkten und einem Bindestrich besteht. Diese Art der Kommunikation ist uns als Morse-Code bekannt. 1860 erfindet der Italiener Antonio Meucci das erste Mobiltelefon der Welt. Seine Reichweite betrug 500 Meter. Dieser Name ist heute nicht weit verbreitet, da Meucci nicht wusste, wie er Geld verdienen kann. Er schuf einfach technische Wunder, die für seine Zeit erstaunlich waren. 1876 patentiert Alexander Bell sein Telefon. Man bezeichnet es als sprechender Telegraph. Bells Tube diente wiederum zur Übertragung und zum Empfang menschlicher Sprache. Das Telefon von Bell hatte keinen Anruf, es wurde später von seinem Kollegen Watson erfunden. Motorola war einer der Gründer moderner Mobilkommunikationssysteme. Das weltweit erste kommerzielle tragbare Mobiltelefon Motorola wurde am 6. März 1983 veröffentlicht. Die fast 800 Gramm schwere Neuheit kostete 4000 Dollar, sorgte jedoch in den USA für Aufsehen. Weitere Mobiltelefone entwickelten sich sehr schnell. Fast jedes Jahr wurden neue Modelle von Handys produziert. Viele neue Firmen erschienen. Die Telefone wurden leichter, dünner, ihre Funktionalität verbesserte sich. Bald erschienen die Handys, die wir heute kennen. Das ist die Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Dank der Menschen, die wir als Erfinder bezeichnen, haben wir den Weg von Signalfeuer zum modernen Mobiltelefon gemeistert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.